Hi, schön, dass ihr da seid. Freut mich. Schön. Holokopf 123 ist jetzt ein Bird Rider. Danke, Holokopf. Moinsen. Dir auch ein herzliches Moinsen. Hi, das ist Railgun. Hallo. Ich muss gestehen, ich hab dich anderen Streamern weiterempfohlen. Gute Arbeit. Das Wort der Tentakel der Tiefe muss verbreitet werden. Cannot connect to the server. Ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe nicht, warum die PlayStation nicht zum Server connecten kann, aber noch viel weniger verstehe ich, warum die PlayStation zum Server connecten will, wenn ich meine Disc-Version von Resident Evil 1 spielen will. Das, ja. Was? Okay. Gut. Hätten wir das auch. Was zur Hölle? So. Let's go. Ice Ward. Sword. Chris Rothfeld ist wieder am Start. Christian Rothfeld. Let's go. Genau, es ist eigentlich auch ein Klassiker, ne? Weil ich es gerade im Chat lese. Es ist für sich auch schon ein Klassiker, ne? Der Klassiker ist schon so ein krasser Klassiker, dass schon das Remake davon ein Klassiker ist. Wie ist der Game Sound? Sagt mir Bescheid. Können wir fein justieren. Nom nom nom. Hey, übrigens, ich werde das heute im Stream noch öfter sagen, damit es viele mitkriegen, aber ich sage es euch auch jetzt schon mal. Wenn ihr noch so ein Holy-Probepaket euch holen wollt, ne? Yay! L-O-C-U-S-T-H-U-N-T-E-R 17 ist jetzt ein Bird Rider. Locust Hunter. Vielen, vielen Dank für dein Prime-Sub. Das freut mich riesig. Dankeschön. Wenn ihr noch... Der Hype Train ist gestartet. Nice. Wenn ihr so ein Holy-Probepaket euch schon immer mal holen wolltet, mit allen Energy-Drinks, allen Eistee-Sorten oder so gut wie und allen Hydration-Sorten, dann ist jetzt heute und morgen, und ich glaube übermorgen auch noch, aber nur bis 16 Uhr oder so, noch der ideale Zeitpunkt, weil die sind super krass reduziert. Mit meinem Code LSBR10 kriegt ihr insgesamt 50% Rabatt sowas. Also die sind wirklich super billig. Also wenn ihr euch da noch was holen wollt, dann jetzt, ne? Ich werde es noch öfter erwähnen in dem Stream, aber jetzt schon mal für euch die Info. Jetzt auf Holy dieses Probepaket mit allen drei Sorten bestellen ist so günstig wie noch nie wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, aber lange nicht mehr. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Samstag haben wir erst gespielt. So lange ist es noch nicht her. Wenn ich mich recht erinnere, wollte Chris ein paar Zombies erschießen, ne? Das habe ich noch so im Hinterkopf. Irgendwas mit Zombies erschießen. Ich befürchte, wir müssen in den Haikeller. Ich habe echt immer ein bisschen Angst. One-Hit-Kill-Events machen mir immer ein bisschen Angst. Warum habe ich den Schlüssel abgelegt? Aber ja, let's go. Gehen wir ins Haifischbecken, ins Wortwörtliche. Welchen Code sonst, wenn nicht dein? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kenne sonst jetzt keinen Code auswendig. Aber wenn ihr andere Creator kennt, die ihr lieber unterstützt, vor allem wenn es kleinere sind, okay? Ich sag's euch, wie es ist. Wenn es kleinere Creator sind als ich, habt ihr meinen Segen, dass ihr für die den Code benutzt. Habt ihr meinen Segen. Aber ich kann es schon auch noch brauchen, ne? So ist es nicht. Aber wenn ihr jetzt irgendwelche Creator super gut findet und die sind viel kleiner als ich und die brauchen wirklich unbedingt diesen Deal, damit die ihre Selbstständigkeit am Leben halten können oder so, ja, dann habe ich Verständnis dafür. Aber wenn die größer sind als ich, dann auf keinen Fall. Dann benutzt meinen Code. Aber Solidarität mit kleineren Creatoren muss man haben. Das ist okay. Vergesst mich nur nicht da draußen beim Shoppen. Das ist das Remake vom ersten Teil. Das ist immer ein bisschen kompliziert, aber das, was ich hier spiele, ist quasi das HD-Remaster des Remakes
des GameCube Remakes vom ersten PlayStation Teil. So. Ninja Treiber 77 ist jetzt ein Bird Rider. Danke, Holocop, für das geschenkte Abo an Ninja Treiber. Dankeschön. Au, hört auf mich zu beißen, Heil. Hört bitte auf zu beißen. Ich möchte das nicht. So, mal gucken, ob ich das Druckrätsel heute hinkriege. Das hat ja beim letzten Mal nicht so gut geklappt. Ja, ich habe beschlossen, dass ich meine Haarpracht zu meinem Markenzeichen mache, statt sie unter Mützen zu verstecken. Weil ich meine, sie voll awesome eigentlich. Ja, das ist Resident Evil 6. Nein, das ist quasi das Gegenteil von Resident Evil 6. So innerhalb der Resident Evil Reihe gibt es keine zwei Teile, die weiter voneinander entfernt sein könnten. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Das ist eine Karte von Aquaring. Aquaring ist das, was Aquaman zum Heiraten benutzt. oh Gott, Entschuldigung. Entschuldigt meine Boomer-Jokes, aber das muss manchmal sein. Erste-Hilfe-Kasten. Öffnen. Hi, Evelyn. Ein Öldruckregler. Sie brauchen den Öldruck jetzt nicht zu ändern. Ich habe da andere Informationen, aber jetzt wahrscheinlich wirklich noch nicht. Volles Haar in unserem Alter, ein Vualitätsmerkmal. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich muss ja sagen, dass ich nicht weiß, was Vualität heißt. Aber ich nehme an, das ist was Gutes und ich bedanke mich dafür. I guess. Bin gespannt, was noch alles an Remakes rauskommt. Von Resident Evil meinst du jetzt? Oder auch Dino Crisis, ja? Ich auch. Bin ich auch gespannt. Also auf Dino Crisis, ich persönlich würde auf Dino Crisis nicht hoffen, ne? Muss ich euch leider sagen, euch Dino Crisis Fans da draußen. Ich würde nicht drauf hoffen. Aber man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Oh oh! Shark Smash! Unknown force of pressure detected. Locking all doors to achieve maximum safety. Locking all doors. Ich finde irgendwie die Stimme lustig, weil die spricht mit so einem ganz starken, komischen Dialekt, den ich nicht zuordnen kann. Das klingt nicht nur nach einer Computerstimme, sondern wirklich einfach irgendwie so gebrochen Englisch. Ich frage mich, wer das eingesprochen hat. Ob das wirklich eine japanische, wahrscheinlich, ne, so ein japanisch-native-Speakerin war das vielleicht, kann ich mir vorstellen. Irgendwann habe ich die richtigen Knöpfe. Diesmal weiß ich, glaube ich, wenigstens immer noch, welche Konsolen ich grundsätzlich drücken muss. Und dann kriegen wir das schon hin. Oh oh, Öldruck unterbrochen, Sicherheitsmechanismus kaputt. Activate Emergency Drainage System immediately. Emergency Drainage System. Das ist irgendwie lustig. Nichts passiert. Okay, ich drück die 2. Passiert immer noch nichts. Okay, ich nehme die 3. Ja! Reaching 70% of pressure threshold. Gut. Die Konsole habe ich bei meinem Chill-Durchlauf einfach nicht gefunden, ne? An der bin ich, glaube ich, gescheitert. Uiuiui, jetzt haben wir es.
Okay, cool. Und jetzt lassen wir das Wasser ab. Da kann sich jetzt der Zombie-Hai noch so dagegen sträuben. Das Wasser wird jetzt abgepumpt. Kann ich Ihnen auch nicht helfen. Hi, T-Bone. Da kann ich denen jetzt auch nicht helfen. Das mit der Stimme von der Frau brauchst du als Toilettenton, wenn du Pause machst und streamst. Du meinst als Streampause? Oh, aber stell dir vor, wir machen 5 Minuten Pause und dann ist 5 Minuten lang dieses... Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich glaube, das wird nervig. Aber lustig wäre es auf jeden Fall, das stimmt. Da hast du recht. Ja, in letzter Zeit waren die Streams unregelmäßig, ne? Es war ein... Tobu Wabuhu, oder wie das Wort heißt. Es war ein ganz schönes Durcheinander. Es war wild. Aber jetzt wird alles wieder normal. T-Bone, vielen, vielen Dank für die Bits. Das Glas wird wieder aufgefüllt. Ich freue mich. Moment, muss ich jetzt erst wieder... Muss ich... Achso, warte mal. Ja, genau, ich muss den Schlüssel erst... Ja, alles klar. Wirst du nochmal Fallout 4 zocken? Also ich habe jetzt aktuell tatsächlich vor, dass wir... Stimmt, das habe ich euch noch gar nicht gesagt. Jetzt passt auf. Jetzt kommt die große News. Ich habe ja am Samstag noch gesagt, dass ich gerne sowohl die Resident Evil Reihe als auch die Fallout Reihe gerne chronologisch jetzt durchspielen wollen würde. Ne? Möglichst so zeitgleich mehr oder weniger. Aber ich wusste halt nicht genau, wie ich das managen soll. Und jetzt passt auf, ich habe mir Folgendes überlegt. Wir machen das jetzt so, dass wir ab jetzt weiterhin immer Dienstag und Mittwoch streamen, wie immer ganz normal. Nur, dass der Dienstagstream um eine Stunde verlängert wird. Das heißt, es geht nicht mehr nur bis 9, sondern bis 10 jeden Dienstag. Und wir spielen 2 Stunden Resident Evil, 2 Stunden Fallout. Und Mittwoch ist dann weiterhin Bonusstream mit den Bonusspielen, die freigeschaltet werden können. Wo jetzt aktuell noch super viel freigeschaltet sind. Also erstmal haben wir da keinen Stress. Und ja, genau. Und warte mal, da liegt voll die Schrotflinte. Warum? Warum liegt da einfach so ein Kampfgewehr? Nice. Ja, genau. Und das ist eigentlich auch schon alles. Das ist die News. Das heißt, insgesamt streame ich jetzt eine Stunde länger. Das habe ich, finde ich, ist ein guter Kompromiss. Weil dann verlieren die Resident Evil Fans quasi nur eine Stunde Resident Evil pro Woche, aber dafür gewinnen alle eine Stunde Stream. Ich glaube, das ist ganz fair. You were almost a Jill sandwich. Yep. Das stimmt. Ich glaube, das ist für alle Beteiligten fair und wir haben vor allem Abwechslung und davon bin ich immer ein großer Fan. Ich mag Abwechslung. You want stars? I'll give you stars. Ganz genau. Ich würde ein Dino Crisis Remake feiern. Hey, ohne Witz. Boah, oh shit, wartet mal. Ich muss kurz Inventar Platz machen. Das geht so nicht. T-Bone, dankeschön für die Bits. Freut mich sehr. Danke. Was wollte ich sagen? Ah ja, Dino Crisis. Hey, Capcom wird wahrscheinlich so schnell kein Dino Crisis Remake machen, das glaube ich nicht. Aber ich habe mir heute zufällig ein bisschen... Trailer von kommenden Horrorspielen angeguckt. Und es kommen so viele
Dinosaurier-Horrorspiele. Es ist unglaublich. Alle so Indie-Spiele, ne? Aber die sehen teilweise wirklich cool aus. Mein Albtraum ist jetzt ein Bird Rider. Dankeschön, mein Albtraum. Endlich bist du mal für was gut, anstatt mir nur schlaflose Nächte zu bescheren. Danke für deinen Sub, freut mich. Was wollte ich sagen? Genau, da müsst ihr euch echt mal umschauen. Also alle Dino Crisis Fans, da gibt's welche mit Retro-Optik, mit moderner Optik, mit warte mal, jetzt habe ich's Wasser abgelassen und ich habe einen Schlüssel, den Residenzschlüssel, genau. Da gibt es First-Person-Shooter. Ich glaube tatsächlich, die meisten sind First-Person, die ich jetzt gesehen habe, aber trotzdem. Also da könnt ihr euch mal umschauen die nächste Zeit, so im Indie-Bereich Dino-Horror. Ja, genau. Dino-Horror ist gerade ein Ding. Ich glaube, dass da sehr viele clevere Menschen auf diesen diese Lücke füllen, die Capcom ja selber nicht füllen will. Der Wunsch nach einem Dino-Crisis-Remake ist groß. Und das wissen einige Leute ganz genau. Ja gut, das wird ein neues Subgenre, das ist wirklich, ich kann mir das vorstellen. Dino-Horror, warum nicht? Hey Chris. Machst du auch dann die DLC-Ziele und Fallout 3 und 4 mit? Aber das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe so viele Survival-Horror- und Horrorspiele noch auf meiner Bonusliste, dass ich wahrscheinlich erstmal dabei bleiben werde, dass die Bonus-Streams am Mittwoch thematisch immer mit Resident Evil zu tun haben. Also immer irgendwelche Survival-Klassiker oder Spiele, die ähnlich wie Resident Evil sind oder sowas. Ich kann mir vorstellen, dass wir auf lange Zeit, weil ich meine, dieses Projekt wird uns jetzt wahrscheinlich wirklich bis Fallout 5 erscheint, begleiten. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass wir auf lange Zeit dann schon auch mal irgendwie Fallout-ähnliche Dinge mit aufnehmen in die Bonusliste, in die Bonusspielliste. Aber sowas wie DLCs werde ich immer von allem spielen. Das gehört für mich zum Spiel dazu. Genauso mache ich das ja auch hier bei Resident Evil. Da werden alle Bonus-Modis und DLCs und so weiter, die werden alle gespielt. Da mache ich keine Abstriche. Das kommt nicht hinter die Paywall. Okay, ich muss mal schnell zurück in den Kistenraum. Wir müssen ein bisschen Inventar aufräumen. Sonst klappt das nicht. Hey Markus! Cool, dass du dabei bist. So. Bisschen Munition wegpacken. Hey, ich glaube wirklich, dass ich nie wieder die Pistole benutzen werde. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also wenn die Bonus-Streams mit Resi zu tun haben sollen, gehört das schwarze Schloss aber wirklich dazu. Ach du immer mit deinem schwarzen Schloss. Ist es denn schon fertig? Ich finde es ja grundsätzlich cool, dass du ein Spiel machst. Oder ist es nie fertig? Ich finde ja, dass Videospielentwicklung eigentlich echt cool. Aber das ist halt nichts, was ich als Bonusspiel auf meiner Liste habe. Muss ich dir leider sagen. Ach, warte mal, die Schrotflinte können wir auch wegpacken, ne? Ja, aber wenn schon so viel Dino-Horror in die Spiele machen, ist ja die Anfrage dafür da. Ja, da muss man gucken. Das habe ich mir tatsächlich auch gedacht, ne? Da jetzt der Indie-Bereich so stark auf Dino-Horror aufspringt, könnte es sein. Also man muss wirklich gucken, ob die erfolgreich sind. Wenn das wirklich so ein eigenes Subgenre wird, wenn Dino-Horror erfolgreich wird, dann werden die Publisher, die großen AAA-Publisher, gucken, was die noch so im Keller rumliegen haben an Dino-Horror. Und da wird Capcom dann mit Sicherheit nochmal einen zweiten und dritten Blick auf die Dino-Crisis-Franchise werfen. Da können wir uns sicher sein. Das auf jeden Fall. Aber bis dahin müssen wir mal gucken.
Kann auch sein, dass das einfach so ein bisschen sehr nischig bleibt, ne? Und dann interessiert es auch die großen Publisher nicht. Und da gehört der Capcom definitiv dazu. Letztendlich, wisst ihr, ich liebe Resident Evil, ich liebe viele Franchise von Capcom und ich liebe die vielen tollen, kreativen Menschen, die hinter diesen Spielen stecken. Alles großartig. Aber Capcom selber, die Firma, die will nur unser Geld. Wir sind Capcom scheißegal. Die Marken Resident Evil ist Capcom scheißegal. Dino Crisis ist Capcom scheißegal. Die wollen Kohle. Und solange das keine Kohle einbringt, interessieren die sich nicht dafür. Da muss man einfach gucken. Das ist leider einfach so. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Fubi ist jetzt ein Bird Rider. Fubi, danke dir. Sehr nett von dir. Freut mich riesig. Ah, Wespen. Ist zu gefährlich weiterzugehen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Chris ist automatisch rückwärts da reingegangen. Kater, bitte nicht auf die Tastatur. Du kennst die Regeln. Nicht auf die Tastatur treten, bitte. Und nicht mein T-Shirt kaputt machen, bitte. Er ist auf die Tastatur getreten. Läuft noch alles? Bin ich noch online? Komm mal her. Ich glaube, es passt alles, oder? Au, 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 au. Au, Kater. Meine Güte, ey. Oh, Kater-Attacke. Kater-Attacke. Er ist auf Enter getreten, aber ich glaube, es ist nichts passiert, ne? Ja, ist alles gut. Okay. Du kleiner Arsch, du. So. Dino Crisis Remake hätte ich richtig Bock drauf. Ja, schauen wir mal. Bisher ist es eine Demo. Ah ja, okay. Naja, eine 6-Stunden-Demo ist eh schon, ist eh schon ordentlich, finde ich. Das ist RPG Maker, ist das, ne? Bleibt es bei Alone in the Dark, Eternal Darkness und der Berserker-Modus? Also Alone in the Dark und Eternal Darkness definitiv beim Resident Evil 4 Berserker-Mod. Nicht Modus und Mod, muss ich mal noch gucken, ob wir den oder wie wir den nochmal wieder mit aufnehmen. Aber ja, definitiv Eternal Darkness und Alone in the Dark. Das sind die beiden schon erreichten Bonus-Ziele, die jetzt noch fortgeführt werden, bevor wir ein neues Bonus-Spiel anfangen. Parasite Eve war auch super. Parasite Eve ist auch ein Spiel, das steht auf meiner Bonusspielliste. Das würde ich mir sehr gerne mal wieder anschauen, weil das habe ich auch nicht mehr... Mein Gott, wann ist denn das rausgekommen? PlayStation 1 war das noch, oder? War schon 2? Auf jeden Fall auch 20 Jahre bestimmt her, dass ich das mal gespielt hätte. Aber das fand ich auch sehr faszinierend. Creepy und cool und ich bin ehrlich gesagt nicht weit gekommen, kann ich mich noch erinnern. Das ist ja auch so ein bisschen so klassisches Adventure-mäßig mit mehreren Locations, die man dann frei besuchen kann. Und ich wusste irgendwann nicht mehr, wo ich hin muss und was ich tun muss und habe dann einfach aufgegeben. Aber es hat mich schon sehr fasziniert und finde ich sehr interessant, die Franchise. Parasite Eve tatsächlich noch PS1. Ja, ja, ja. Thank you. So, jetzt kann ich wenigstens schreiben. Warum konntest du nicht schreiben? Wollt ihr Danke sagen für deine Fallout-Videos? Spiel seit der Serie wieder Fallout 4 und schau nebenbei deine 12-Stunden-Videos zum Commonwealth. Ah, ich muss da einen zweiten Teil machen. Die 24 Stunden müssen voll werden, oder? Ah, echt gut gemacht. Und für mich, der nicht immer alle Computer liest, echt lehrreich, was so alles da drin steht. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Freut mich sehr. Das ist so ein Mammutprojekt, aber das müssen wir, glaube ich, irgendwie wieder weitermachen, ne?
Ich bin neuer Follower wegen den 10 Minuten. Ach so, habe ich so ein 10-Minuten-Ding aktiviert. Das habe ich ganz vergessen. Aber ja, das schadet auch nicht, so eine 10-Minuten-Pause. Das sperrt irgendwelche Spam-Bots und sowas aus und ist nicht so super nervig, finde ich. Das geht schon. Ja, genau. Jo, dankeschön. Ja, mit den Hunden ist leider ein bisschen blöd. Das ist leider ein bisschen traurig gelaufen. Wir hatten die jetzt fast 2 Wochen bei uns. Und leider ist der eine von den beiden, der kleinere, sehr aggressiv geworden. Je selbstsicherer der geworden ist, desto aggressiver ist er geworden. Uns gegenüber, aber vor allem auch den Katzen gegenüber. Und das war halt scheiße, ne? Wir wären schon mit einem kleinen, aggressiven Hund klargekommen, ne? Wir sind ja auch keine Noobs, was Hundeerziehung angeht. Das hätte man schon hingekriegt. Ich meine, der hatte auch sehr viel Angst und so weiter. Ist ja alles okay, aber den Katzen gegenüber war es gefährlich und wir konnten nicht immer dabei sein. Wir haben das die ersten 1,5 Wochen so gemacht, dass die nie allein sind. Aber ab dann wären die ab und zu alleine gewesen und das war uns wirklich zu gefährlich. Und das Tierheim, der Tierschutz, wollte die beiden nicht trennen, weil die sehr aneinander hängen. Und dann haben wir gesagt, hey, wir müssen die leider wieder zurückbringen, weil das geht nicht. Das ist wirklich gefährlich geworden mit den Katzen. Und jetzt, ja, mussten wir uns von den beiden leider wieder trennen, was schon wirklich schade ist, aber die finden schon, die sind niedlich und so, die finden bestimmt ein cooles neues Zuhause, vor allem auch ohne Katzen dann. Ich glaube, dann klappt das schon sehr viel besser. Und wir sind jetzt weiterhin auf der Suche. Das hat jetzt einfach nicht gepasst. Hilft leider nichts. Laborexperiment in organischer Chemie. Die Ähnlichkeit in den Zelleigenschaften der schnell wachsenden Pflanze, die mit dem Tyrannenvirus, die haben Tyrant übersetzt. Das finde ich in dem Kontext ein bisschen eine komische Entscheidung. Aber gut, der Tyrannenvirus. Ab jetzt ist das der Tyrannenvirus. Mit dem Tyrannenvirus infiziert wurden, ist bereits an anderer Stelle dokumentiert. Bei der Wiederholung dieses Experiments ergab sich jedoch ein interessanter neuer Aspekt. Wir konnten belegen, dass eine Chemikalie der UMB-Gruppe, UMB Nummer 20, einen Stoff enthält, der für die Zelle der Pflanze giftig ist. Wir haben UMB Nummer 20 einen neuen Namen gegeben, Wheatchalt. Unsere Berechnung zufolge sollte die Anwendung von Wheatchalt direkt auf die Wurzeln der Pflanze in 5 Sekunden zu deren vollständigen Absterben führen. Wheatchalt lässt sich durch die Mischung der Chemikalie VP und UMB in einem bestimmten Verhältnis herstellen. Der Umgang mit der UMB-Chemikalie oder den Chemikalien erfordert jedoch besondere Vorsichtsmaßnahmen. Bei unsachgemäßem Vorgehen kann Giftgas freigesetzt werden. Die Merkmale der einzelnen UMB-Chemikalien sind wie folgt. UMB Nummer 3 rot, gelb 6 gelb, UMB Nummer 7 grün, UMB Nummer 10 orange, VP017 blau, Wheatchalt dunkelbraun. Warum haben die nicht einfach alles wie gelb 6 benannt? Das intuitiv würde das mehr Sinn machen. Warum heißt das nicht rot 3, gelb 6, grün 7? Ne, fände ich gut. Muss ich schon sagen. Aber okay. Wird schon alles seinen Sinn haben. War ich da schon im Bad? Ich glaube schon, ja. Das tut mir leid zu hören, aber da weiß man halt nie, was ich schon alles Schlimmes durch hatte. Ja, vor allem weiß man halt auch nie, was die Hunde alles schon erlebt haben. Ne? Das ist ja, eine von den beiden war über ein Jahr alt und der andere ein halbes Jahr. Und sie zumindest hat halt wirklich ein Jahr lang auf der Straße gelebt und hatte auch super viel Angst vor Menschen allgemein, also auch vor uns. Das war auch wirklich die erste Woche nicht leicht. Und ja, man weiß es halt nicht. Ne? Aus dem Tierschutz adoptieren ist definitiv cool. Und das sollte man definitiv machen. Aber es ist halt immer auch ein bisschen Glücksspiel natürlich. Das muss man halt einfach sagen. Aber ja. Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, wo ich es akzeptieren kann, wie du Chemie. Ja. Ja, wie ich das ausspreche. Das ist okay.
Obwohl ich Resident Evil 2 der Story wegen dem Remake vorziehe, werde ich es meiner Meinung nach im Remake versaut haben. Mit dem zweiten Szenario, ja. Das stimmt. Agrocanthosaurus ist jetzt ein Birdrider. Danke, Agrocanthosaurus, für deinen Prime-Sub. Freut mich riesig. Das stimmt mit dem zweiten Durchlauf. Das haben die leider wirklich versaut im Remake. Das muss man leider sagen, ne? Schade, aber ja. Oh, wie war das gleich nochmal? Das war super leicht. Ah, ich weiß schon, ne? Vier Wimpern, zwei Wimpern, zwei Wimpern oder irgendwie sowas. Nee, dann war es doch anders. Aber das war irgendwie super easy. Ich kann mich aber schon wieder nicht mehr erinnern, wie es war. Ach, dammit. Aber weißt du was? Vielleicht ist das auch... Nee. Wie war denn das? Das war so dämlich. Das war so dämlich einfach. Moment, was stand da? Verriegelungsmechanismus. Ach so, ja. Die Hinweise bekommt man im Spinnenraum. Ah ja, mit den Lampen, die man da anzünden muss im Spinnenraum. Jetzt weiß ich es wieder, stimmt. Ja, ja, okay. Muss ich nochmal schnell gucken. Hey Retro, hallo. So, da geht's zum Pflanzenraum. Ah ja, genau, da war ich noch gar nicht drin, nämlich mit Chris. Gucke ich noch mal kurz. Es ist wirklich ein bisschen schade, weil sowohl das Remake von Resident Evil 2 als auch 3 sind eigentlich beide gut. Also auch das Remake von 3 ist ja eigentlich im Kern gutes Spiel. Aber gerade bei 3, aber schon auch bei 2, haben die halt leider so viel kleine Details weggelassen und so viel gestrichen. Ne? Da fehlen einfach Inhalte und das ist schade. Und das fällt jetzt beim zweiten Teil, finde ich, nicht so stark ins Gewicht, weil der schon insgesamt noch ziemlich gut ist. Aber beim dritten fällt halt schon stark auf, dass da einfach wirklich ganze Kapitel fehlen im Grunde. Ganze Räumlichkeiten. Das ist schon schade. Ja, und dann die Billardkugeln angucken, ne? So war das, ja. Weil die halt beide, ne, der zweite ist ja gut, aber ich finde eben auch nicht perfekt. Aber trotzdem hätten beide halt einfach wirklich richtig, 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 richtig gut werden können. Mit so ein bisschen mehr Zeit und Geld und Aufwand. So ein bisschen, da hätte gar nicht so viel gefehlt. Und das macht es irgendwie so traurig. Dass die eben nicht so knapp an Perfektion vorbeigeschrammt sind. Hm. Ah ja, shit, genau, wo war denn das Buch gleich nochmal? Ich habe schon das andere rausgezogen vorher. Oh Gott, der will anscheinend, dass ich lauter spreche. Der schiebt mir das Mikrofon näher ran. Okay. So. Nee, nee, perfekt heißt, dass der B-Durchgang nicht verkackt worden wäre. Ja, ja, genau, genau, genau. Der B-Durchlauf ist wahrscheinlich das Wichtigste und was mir persönlich auch fehlt, sind die Spinnen und die giftigen Licker dann, die verbesserten Licker, die Pflanzengiftlicker, die man dann im Labor noch trifft im Original. Das sind so die Details, ne, die noch fehlen würden, damit es dann wirklich perfekt wäre. Und ab das B-Szenario ist schon der größte. Ist schon natürlich der größte Punkt. So, jetzt brauche ich echt fast schnell. Jetzt habe ich... Oh nein, ich habe hier mein schlaues Umbrella-Büchlein. Aber ich weiß nicht, wo mein schlauer Umbrella-Kugelschreiber... Ah, da liegt er. Yes! Okay, dann können wir wieder Notizen machen. Ich benutze mal die Rückseite von dem Zettel, den ich schon angeschmiert habe. Der Umbrella-Block muss ja... Ne, wir müssen es ja nicht übertreiben. Also... Ein paar Billardkugeln. Die Reihenfolge scheint keine besondere Bedeutung zu haben. Aber... Und jetzt passt auf, da kommt eine Spinne.
Die Lampe ist orange. Und orange ist die Nummer 5. Kater, geh mal bitte jetzt weg. Und 5... Nein, ach, der ist wirklich, der ist heute also wirklich. Jetzt wollte er sich wieder auf mein Mischpult legen und da wieder irgendwelche Stimmverzerrer aktivieren, wie bei dem Fallout-Serien-Video, das ich dann versehentlich irgendwie eine halbe Stunde lang mit Echo aufgenommen habe. Was ist denn mit dir los heute wieder, ha? Furchtbar, dann bleib halt hier. Ah. Ja, ja. Ja, ja. Ich muss jetzt Notizen machen, Kater. Also, wir haben ein Auge mit 2 Wimpern links und rechts. Pff, das ist die 4. Nein, du darfst immer noch nicht auf die Tastatur. So. Katzen, ey, oder? Katzen sind einfach Katzen. Wir haben grün. Grün hat diese 4 Wimpern. Ja. Nächstes Mal gibt es dann ein Video mit versehentlicher Heliumstimme. Hallo, meine lieben Birdrider. Hier ist wieder euer Lansquid. So. Lansquid and the Chipmunks. Und hier haben wir das in Rot. Jetzt gucke ich noch mal schnell zum Billardtisch. Hi, Xeno. Okay, pass auf. Rot ist 3 und Grün ist 6. Und dann haben wir es nämlich. Gut. Dankeschön. Die Spinne da oben ist irgendwie ziemlich optional, ne? Die tut irgendwie auch gar nichts. Dann kann die von mir aus da ruhig... Whatever. Mir doch wurscht. Beste Remake ist Resident Evil 1. Ja, absolut. Also das ist, wenn es um Remakes geht, halt einfach wirklich so die Blaupause, wie man es richtig macht. Definitiv. Resident Evil 2 wollte halt modernisieren und das kann man schon auch machen. Und das ist aber knapp an der Perfektion vorbeigeschrammt. Auch für ein modernisiertes. Weil was halt das Remake hier so perfekt macht, ist eben dieses 1:1 abbilden, verbessern, verschönern und dann nochmal was wirklich Wertvolles hinzufügen. Die ganze Trevor-Story und so. Und das ist halt einfach so, wow. Quasi nicht nur dasselbe nochmal in schöner, was ja schon mal gut ist, sondern dann auch nochmal ein gratis DLC dazu packen. So macht man ein Remake. Das ist großartig. Finde ich sehr schön. Hey Xeno, vielen, vielen Dank für deinen Eintritt in die Priesterschaft der Tentakel. Dankeschön. Resident Evil 4 Remake ist für mich das Beste. Resident Evil 4 Remake finde ich sehr, sehr gut. Ich finde Resident Evil 4 ist ein sehr gutes Spiel geworden. Ich mag das total gerne. Aber ich finde, als Remake ist es tatsächlich nur so okay. Ich finde, als eigenständiges Spiel ist es absolut brillant. Aber als Remake vom Original ist es wirklich für mich eher nur so, passt schon. Passt schon. Aber das hätte man besser machen können. Wollt ihr mich verarschen? Das ist nicht rot, sondern rosa oder so. Aber das kriegen wir jetzt mit Trial and Error zusammen. Hauptsache, das stimmt und das stimmt. Dammit. Moment mal. Versuch das jetzt einfach. Weil die anderen müssten eigentlich stimmen, oder? Ich habe mich komplett vertan. Ich will nicht nochmal in den Spinnenraum gehen jetzt. Ich war da schon. Lass mich jetzt in Ruhe. Dammit! Hä? Spinn ich? Das war die grüne Kugel. Und die grüne Kugel hat die Nummer 6 gehabt. Oder war es 9? Ne, es war schon 6, oder? Hä? Hi, Albert.
What, was hatte denn bitte Resident Evil 4 Remake besser machen können? Vor allem mit Ashley. Na, es geht darum, dass sehr viele Locations nicht vorkommen, sehr viele Rätsel, sehr viele Bereiche wurden rausgenommen. Die wurden dann teilweise durch den Ada Wong DLC wieder hinzugefügt, das ist ganz cool, aber es sind halt nicht im Hauptspiel. Und dass einige Mechaniken so sehr verändert wurden, dass sich das Spiel sehr anders spielt. Es ist, Resident Evil 4 ist sehr viel kontrollierter und klarer quasi, während Resident Evil 4 Remake komplettes Chaos ist. Das sind für mich relativ unterschiedliche Spiele in der Spielweise, im Kampfsystem und so weiter, im Feeling. Aber beide gut, beide sehr, sehr gut. Aber nicht das Gleiche. Wieso stimmt denn das nicht? Und mache ich irgendwas falsch? Stehe ich irgendwie auf dem Schlauch? Ich gehe nochmal zurück. Ich gehe nochmal zurück im bescheuerten Spinnenraum. Was soll's? Orange war 5? Bist du dir sicher? Ich guck, ich versuch's mal mit einer 5. Okay. Versuchen wir es mit einer 5. Was haben wir zu verlieren? Besser als jetzt nochmal zum Spinnenraum zu laufen. Also, grün war die 6, orange nehmen wir 5 und hier die 3. Ah, tatsächlich. Dankeschön. Warum habe ich eine 4 aufgeschrieben? Fehlende Locations sind wieder 0 aufgefallen, zumindest nicht negativ. Ja, ne, es ist halt auch wie... Das sind lauter Designentscheidungen, die ich verstehen kann. Dass die Salazar-Statue so eingedampft und verändert haben. Dass die... Ich muss zurück in den Speicherraum. Wir müssen unser Inventar ausräumen. Dass die den Lavaraum nicht mit eingebaut haben. Ne, das sind lauter Kleinigkeiten. Aber in der Summe macht es halt dann doch was aus. Resident Evil 4 Remake ist ein John Wick Simulator. Genau, genau. Resident Evil 4 Remake ist eher John Wick. Und Resident Evil 4, das Original, war eher so ein bisschen so ein strategischer Geschützturm-Simulator. Das ist schon irgendwie was anderes. Aber ich mag beide gerne. Ich finde sie nur eben anders. Ja... das ist so ein bisschen der Zeit, aus der das Spiel kommt, geschuldet. Ne? Das ist von 2002, dass ich nach jedem Mal, dass ich Bücher bewege, gefragt werde, ob ich jetzt noch weiterhin Bücher bewegen will und so. Das ist halt so typisch, ja, altes Spiel. Den Lavaraum habe ich sehr vermisst. Den finde ich sehr gut. Hätte ich hier noch nicht reingehen sollen. Ich weiß nicht mehr, wie das bei Chris abläuft im Remake. Kann ich jetzt wieder gehen? Ich habe die Wurzel noch nicht vergiftet von dem Ding. Ja, wir können wieder gehen. Dann verwurzeln wir erst die Giften. Gut, gut. Aber jetzt muss ich erstmal schnell zur Kiste. Ja, wir könnten die theoretisch auch mit der Magnum wegpusten, ne? Aber nee, machen wir ruhig jetzt das Gift. Andererseits würden wir echt Zeit sparen, ne? Nee, machen wir es richtig. Los, let's go. Müssen wir nochmal in den Wasserkeller, ne? Aber, So. Keine Heilung, keine Speicherbänder. Ich glaube, wir brauchen wir 4 freie Inventarplätze sogar für das Rätsel. Mit den 4 Flaschen. Wobei, muss ich das als Chris überhaupt machen? Macht das nicht eh irgendwie wieder Rebecca für uns? Bin mir nicht mehr sicher. Werden wir gleich rausfinden.
Es ist schon ein bisschen komisch, ne? Im Grunde haben die bei Chris ein paar Rätsel rausgenommen, basically, ne? Sie verstehen nichts von Medizin. Daher brauchen Sie die leere Flasche nicht nehmen. Ah, okay, ich kann es nicht mal nehmen. Warte mal, existiert das Rätsel für Chris wirklich nicht? Meine Güte. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist das wirklich einfach in Chris' Run nicht im Spiel? Ja, wisst ihr was? Dann holen wir jetzt einfach die Magnum und schießen die Pflanze weg. So. Dann halt so. Das ist halt der Chris-Durchlauf. Genau, Rebecca muss das machen. So habe ich das auch in Erinnerung. Aber wo ist denn Rebecca? Ich weiß nicht, wo die ist. Aber ich gehe jetzt einfach rein und schieße die Pflanze kaputt. What could possibly go wrong? Wir speichern vorher. Das ist der Chris-Weg. Die ist noch beim Klavier spielen. Ich glaube auch, ja. Ich habe manchmal das Gefühl, der Chris-Durchlauf wäre interessanter, wenn man Rebecca spielen würde. Die macht irgendwie immer den coolen Scheiß. So. Wenn Chris seine Rätsel selber lösen könnte, könnte Rebecca vielleicht coole Sachen machen, so wie Barry. Barry ist wirklich mal ein ziemlich praktischer Companion, ne? Der rettet aus Fallen, der repariert Türen. Der ist schon ziemlich awesome. Und Rebecca muss halt einfach immer nur das tun, was eigentlich die Hauptfigur machen sollte, ne? Aber geht halt nicht so gut hier mit Chris. Ich bin mir sicher, er tut sein Bestes. Ich brauche mal noch schnell. Ich speichere mal schnell. Speichern. So. Jetzt, oh ja, stimmt, ne? Jetzt sind wir dann fast schon fertig mit dem Gartenhäuschen, wenn das jetzt alles klappt. Und dann sind wir schon wieder in der Villa mit Huntern. Dann geht's schon ab in den Keller schön langsam. Aber heute werden wir ziemlich sicher nicht mehr fertig mit Chris. Okay. Moment mal, habe ich wirklich nur 12 Schuss? Haben wir nicht schon mehr gefunden? Nee. Ah, wird schon passen. Los geht's. Ein paar Mal. Ich schieße ein paar Mal mit der Magnum und dann muss aber die Schrotflinte reichen. Ich will nicht. Doch, ich hab beim letzten Mal noch gesagt, dass ich in dem Run jetzt keine Munition sparen werde. Die wird rausgeballert. Ein Magazin geht schon. Und wenn das nicht reicht, dann kommt die Schrotflinte nochmal zum Einsatz. So, Pflanze, mach dich bereit. Das lösen wir jetzt den Chris-Weg. Nix da mit Wurzeln vergiften oder so. Es wird einfach reingeballert. Moment, ich habe mich verlaufen, ne? Damn it. Manchmal hätte ich schon gern Orientierungssinn. Aber dann denke ich mir so, ah, das ist so ein Boomer-Ding, sich orientieren können. Das ist uncool. Hab die Pflanze auch immer mit der Schrotflinte bekämpft. Ja, warum auch nicht? Es geht ja auch viel schneller. Ah.
So Laufwege, ne, werden manchmal schon ein bisschen nervig, wenn man 5-mal hin und her laufen muss. Dammit. Wo bin ich? Was passiert? Habe ich schon gewonnen? Zweite Runde. So. Und dafür die ganze Aufregung. Dankeschön, T-Bone, fürs Spendenglas wieder auffüllen. Hurra! Die Pflanzenteile fliegen von der Decke direkt in mein Glas. Ist das nicht schön? Na gut, große, komische Pflanze. So kann man es natürlich auch machen, ne? Ich hätte gedacht, dass wir uns zumindest einmal heilen müssen, sage ich euch ganz ehrlich. Aber gut. Und jetzt kann ich nicht mehr tragen. So. Da ist er. Der einzige Grund, warum wir eigentlich hier sind. Der Helmschlüssel. Jetzt nix wie raus hier. Wie der zweite Schuss einfach unnötig war. Wahrscheinlich. Oh, you scared me. You okay? Yeah. It's dead. But Richard, he's gone. I'm sorry. It's my fault. I should have watched out for him. I found a pharmaceutical. Hi, Lexi. I think I can come up with something useful. Ich nehme an, dir auch schöne Grüße in die Niederlande oder so. In die Niederlande. Oder so ähnlich. Aber habe ich jetzt irgendwas irgendwie ausgelassen oder falsch gemacht? Oder ist das im Remake tatsächlich so, dass Rebecca das Rätsel gar nicht für einen lösen kann? Ich kann mich da wirklich nicht mehr erinnern. Chris, you're alive. My words exactly. Where's Jill? Thought you were with her. Nee, yeah, das rote Kraut ist zu weit weg jetzt. Separated. I see. Anyway, we better find a way out of here before we turn into zombie food. Got any suggestions, Wesker? We should get a better grip on the situation. There must be areas still to be explored in that other mansion. Chris, I want you to check them out one more time. I'll continue my investigation here. Sure thing. Hi, Dante. Was geht? Also eigentlich macht das Rebecca auch im Remake, ne? Dachte ich auch. Vielleicht ist es abhängig davon, welche Räume man zuerst betritt. Ja, keine Ahnung. Aber wurscht. Hat ja gut funktioniert, aber gewundert hat's mich nur. Der Riste Deathbird ist jetzt ein Birdrider. Hallöchen. Ich bin auch mal wieder da. Kam in letzter Zeit wenig zum Twitch-Gucken, musste Garten machen, aber über deine neuesten Fallout-Videos habe ich mich sehr gefreut. Hi Deathbird, dankeschön für den Sub im 19. Monat, freut mich sehr. Kann ich gut verstehen, ich habe auch viel jetzt die letzten Tage im Garten gemacht und werde auch noch weiterhin machen müssen. Ich bin noch lange nicht fertig, aber ist cool. Hab mich da schon sehr drauf gefreut, den ganzen Winter jetzt. Ich habe schon viel zu früh angefangen, weil es im Winter schon so schön war, dass ich mein Blumenbeet umgrabe
Oder mein Gemüsebeet, mein zukünftiges. Und deswegen ist das jetzt schon wieder voller Löwenzahn. Ich darf das gleich nochmal machen. Aber hey. Can you hear me? Brad! Damn! So ist das eben. Aber ich habe jetzt angefangen, mich so ein bisschen zu informieren und so weiter. Und ein paar Unkräuter, so typische Unkrautarten aus meinem Garten einfach zu ernten. Das haben die jetzt davon. Von wegen, die meinen, die können mir hier alles überwuchern. Aber die werden einfach zu Nutzpflanzen gemacht. So sieht's nämlich aus. Ich habe ein sehr geiles Löwenzahn-Pesto gemacht. Wirklich geil geworden. Hey, Fledermaus. Danke, Marcel. Freut mich. Die Löwenzahnvernichter Cheeky und Shadow. Sind das Hasen? Bei Hasen habe ich tatsächlich auch schon mal nachgedacht. Aber wie gesagt, ich vernichte den selber, den Löwenzahn. Solange der noch jung ist, ist der super lecker. Der wird erst bitter, wenn er größer wird. Kaninchen, ne? Hat wer von euch Alan Wake 2 gespielt? Und wenn ja, wie hat es euch gefallen? Ich habe Alan Wake 2 gespielt und ich fand es ehrlich gesagt leider nicht so gut. Ich fand es eher so, ja, passt schon. Ich fand es überhyped, muss ich sagen, leider. Ich habe mich sehr drauf gefreut. Aber mir hat ehrlich gesagt auch schon der erste nicht wirklich gefallen, ne? Aber nee. War nicht meins. War nicht meins. Ich finde das Kampf-Gameplay sehr nervig. Trefferfeedback fühlt sich nicht gut an. Gegner sind blöd zu sehen und die Rätsel sind auch nur so okay. Das ist ein Spiel, das lebt sehr stark von seiner Stimmung und von seinem Stil. Also wenn dir das gefällt, wenn dir so der Stil gefällt, dann ist es wahrscheinlich was für dich. Aber jetzt fürs Gameplay, fürs Spiel an sich, würde ich es nicht empfehlen. Kann ich es nicht empfehlen. Ach, das wäre auch passiert, hättest du es nicht umgegraben. Durch den milden Winter hat das Unkraut, Beikraut sehr viel Power. Ja, das merke ich, der Girsch überwuchert unseren Garten komplett. Nee, aber ich meine gar nicht, ich habe es nur so früh umgegraben, dass ich es jetzt alles nochmal machen muss. Deswegen sage ich. Ich habe es halt dann zu lange stehen lassen. Ne? Wenn dann schon was angepflanzt gewesen wäre, dann hätte man halt geguckt, dass da nichts Neues mehr wächst. Ah ja, whatever. Wer spielt Witcher 3 fürs Gameplay? Ja, das stimmt. Witcher 3 ist auch kein Spiel, das man typischerweise fürs Gameplay spielt. Das finde ich wiederum cool, das gefällt mir, aber halt auch nur wegen den Dialogen und den Figuren, ne? Das Gameplay ist eher so zweckmäßig. Hunter! Der erste Hunter im Spiel. Da ist er. Da war er. Ende. Hi, Roman. Ah! Oh, das war jetzt ein bisschen gemein. Nein, hör auf jetzt. Hör auf jetzt. Verdammt nochmal. Dankeschön. Also wirklich, finde ich nicht nett. Die
Bildeinstellung, die gerade gesehen hat, wann Landsquid Birdrider seine Holy-Bestellung abholt. Den Witz verstehe ich nicht. Ja, ich mochte den ersten und hab's billig im PSN geschossen. Bin seit gestern mit Rebirth durch. Dachte, ich versuch's mal. Hey, wenn dir der erste gefallen hat, dann wird dir der zweite wahrscheinlich sehr gut gefallen. Würde ich jetzt mal sagen. Hi, Resi. Ach, wie der Hunter, die Sequenz, wie der Hunter kommt. Ja, genau. Als Kind war ich zu doof für das Spiel damals. Hä, aber ohne Scheiß, ich habe das auch so in Erinnerung. Ich habe das mit einem Freund gemeinsam gespielt. Da waren wir, wie alt werden wir da gewesen sein? 12 oder so? Also das Original, beziehungsweise den zweiten Teil damals. Das war unser erstes Resident Evil. Und wir haben da Monate dran gespielt. Monate, ohne Scheiß. Ja. Also der erste Playthrough hat garantiert viele Wochen gedauert. Und ich meine, wir haben vielleicht auch nur jeden Tag so im Schnitt eine Stunde oder sowas reingesteckt in das Ganze, aber trotzdem. Jo, bei mir ist alles gut, Razy Gamer. Bei dir? Alles Spätere ab den Huntern würde ich doch lieber mit den Hunden im Wald aufnehmen. Ja, das stimmt eigentlich, ne? Das stimmt eigentlich wirklich. Nachdem Chris die ersten zwei Hunter getroffen hat, da sollte er eigentlich seine Magnum und seine Pumpgun nehmen und sagen, okay, gehen wir wieder raus in den Wald. Die 5 Cerberus, die schaffen wir eher. Das ist eigentlich vollkommen richtig, ja. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Habe ich gerade gespeichert oder nicht? Ich speichere nochmal. Falls ich gespeichert habe. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe gespeichert, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gespeichert habe. Ich speichere nochmal. Wir haben es ja. So. Okay, let's go. Oh Gott, Hilfe! Ich hasse das. Kennt ihr das? Wenn Katzen so auf euch rumklettern und dann rutschen sie ab und so, oh Gott, Hilfe, vorm Abstürzen krallen sie sich voll in den Oberschenkel, unter die Kniescheibe. Es ist wundervoll. Und ich habe kurze Hosen an. Kannst du das bitte nicht machen, Kater? Das wäre ganz nett. Dankeschön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Akupunktur, ja, das stimmt. Hey, Black Sabbath, danke schön für den super Chat. Freut mich sehr. G4RST ist jetzt ein Birdrider. Und Gas, dir auch vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Dankeschön. Super nett. Das ist witzig. Das Gemälde von dem geköpften Mann, das da an der Wand hängt, das kenne ich. Also das gibt's wirklich. Und das kenne ich, weil ich zufällig gerade wieder What We Do in the Shadows gucke. Diese Vampir-Sitcom auf Disney+. Au!
Die wird nach der ersten Staffel, finde ich, wirklich ziemlich gut. Die ersten paar Folgen sind so, aber dann, finde ich, wird die sehr lustig. Und da kommt das Gemälde auch vor, um die Backstory von dem Charakter zu erzählen. So ein Nebencharakter ist quasi der, der da gerade geköpft wird. Ah nein, Wende, ich war noch nicht bereit. Ah. Chris, wir waren zu langsam. Damn it. Kann man das so schaffen? Soll man das so schaffen? Ich glaube schon. Das geht. Jetzt aber schnell, Chris. Ich muss nur mit dieser neumodischen Steuerung klarkommen, die ich mir eingestellt habe. Ah! Damn it. Ah. Okay, ich versuch's nochmal. Ah, schon verloren. Schon vorbei. Ah, ich hätte es nur ein bisschen weiter. Ich hätte es gar nicht nach hinten schieben müssen. Ich hätte es nur diesen kleinen Schubser noch nach oben schieben müssen. Alles klar. Hab mich schon gewundert. Vor ihren Füßen ist ein Loch. Sie können nicht weiter hineinsehen. Hinabsteigen? Okay. Letztes Buch, Band 1. Das letzte Buch, das jemals geschrieben wurde, vor der Digitalisierung. Tada! Eine Medaille. November 1967. Ich kann nicht entkommen. Ich habe alle Fluchtwege erschöpft. Ich sitze in der Falle. Ich war überall. Das Labor mit dem großen Glasgefäßen voller Formaldehyd und die finsteren, feuchten und unheimlichen Höhlen. Was kann ich tun? Zuerst wollte ich meinen Augen nicht trauen, aber der vertraute hochhackige Schuh im Korridor, es war wie ein Reflex. Sofort kam mir ein Name in den Sinn. Jessica. Ich will nicht glauben, dass sie mein Schicksal teilt. Nein, ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich muss hoffen, dass sie lebt. 30. November 1967. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen oder getrunken. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Warum widerfährt mir das? Warum muss ich diesen elenden Tod sterben? Ich war wie besessen davon, dieses schreckliche Haus zu entwerfen. Ich hätte es besser wissen sollen. 31. November 1967. Es war ein finsterer und feuchter unterirdischer Tunnel, wieder eine Sackgasse, aber selbst in der Dunkelheit sah ich etwas. Vorsichtig zündete ich mein letztes Streichholz an. Ich musste es genauer sehen. Ein Grab und tief in den Stein gemeißelt, mein Name, George Trevor. In dem Moment wurde mir alles klar. Diese Schweine wussten von Anfang an, dass ich hier sterben würde. Und ich bin ihnen in die Falle gegangen. Aber nun ist es zu spät. Ich werde verrückt. Alles ist so weit weg. Jessica, Lisa, verzeiht mir. Doch mein Ehrgeiz wurdet ihr in diese verdammte Verschwörung verstrickt. Verzeiht mir. Möge Gott mein Leben für eure Sicherheit nehmen. George Trevor. Ich finde, so wie George Trevor aufgebaut wird und wie, was man alles von ihm liest und so, wäre der doch eigentlich der geborene Boss, oder? Eigentlich fühlt es sich so an, als müsste George Trevor irgendein mutiertes Supermonster sein. Und nicht seine Tochter. Von der kriegt man so wenig mit tatsächlich im Spiel eigentlich. Aber ich find's cool, dass es so ist. Man wird's nur nicht so erwarten.
Ach ja, 1967, da war ich noch nicht geboren. Ich würde mal behaupten, da waren die meisten, wenn nicht sogar alle, die heute hier anwesend sind, noch nicht geboren. Oder zumindest die meisten. Ich meine, wie lange ist das her? 33, 53, 58. Na okay, das geht. Aber trotzdem, die meisten wahrscheinlich noch nicht. Kater, was ist denn heute los mit dir? George Trevor, da ist ein Schalter drücken. Ja. Wenn doch nur George Trevor den Schalter auf seinem Grabstein gefunden hätte, ne? Vielleicht wäre er doch noch entkommen. Hatte der November 67 echt 31 Tage? selbst wenn nicht. Würde ich jetzt mal sagen, wenn der wirklich 3 Tage nichts gegessen und getrunken hat, dann kann das schon mal passieren, dass man ein bisschen durcheinander kommt mit den Tagen, ne? Würde ich ihm jetzt keinen Vorwurf machen, deswegen. Meine Mom war da circa 17 Jahre alt. Da waren meine Eltern Teenager. Ich bin 93er Jahrgang. Also ich weiß zumindest auf dem YouTube-Kanal, dass da tatsächlich auch Leute meine Videos gucken, die jenseits der 60 sind und so. Opa ist 45 geboren. Ja, eben, also dann nochmal 20 Jahre vorher. Dolch. Wir haben jetzt schon wieder sehr viel Defensivwaffen angesammelt. Ich bin echt froh, dass die keine Items verbrauchen. Hey, wollen wir eigentlich... Ich überlege da noch, ne? Ich habe mich noch nicht entschieden, aber ihr könnt gern mal, machen wir mal eine kleine Chat-Abstimmung, nur mal, um zu sehen, wie ihr das seht. Wollen wir die DS-Version Deadly Silence von Resident Evil 1 auch noch als Bonus, also als Spiel in der Hauptreihe spielen? Weil ich finde, das unterscheidet sich so wenig von den anderen. Und wir haben jetzt schon das Original und das Remake gespielt, dass ich mir nicht sicher bin, ob wir die DS-Version jetzt auch noch mal spielen müssen. Was sagt ihr dazu? Macht mal sowohl auf Twitch als auch auf YouTube gerne eine 1 in den Chat, wenn ihr der Meinung seid, wenn wir die ganze Reihe durchspielen wollen, müssen wir auch die DS-Version vom ersten Teil nochmal spielen. Und eine 2 in dem Chat, wenn ihr sagt, ach nee, jetzt haben wir es 2-mal gespielt, wir brauchen es nicht noch ein 3. Mal, weil die sehr ähnlich sind. Also 1 für DS-Version ja, wenn ich das technisch überhaupt irgendwie hinkriege. Und 2 für nee, ist unnötig. Okay, Sicherung funktioniert. Oder muss ich fast schnell Strichlistchen machen? Jetzt passt mal auf. Mal ganz kurz. Nein, nein, ja. Nein, ja. Nein, 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 ja. Nein. Disqualifiziert. Nein. Ja. Okay, wir haben auf jeden Fall von eurer Seite aus sehr viel mehr Neins. Sehe ich so. Ich tendiere auch eher zu Nein, eigentlich, aber gleichzeitig... Ja, Eins und bin wahrscheinlich heute die Älteste hier mit 50. Dann zähle ich deine Stimme doppelt. Das ist die Weisheit, die mitzählt. Okay, also tendenziell eher nein. Ich tendiere auch eher zu nein, aber ich denke mir halt auch so, ist es dann wirklich vollständig? Haben wir dann wirklich die komplette Resident Evil-Reihe von vorn bis hinten durchgespielt, wenn wir einfach dieses eine Spiel weglassen?
Na, weiß ich nicht. Aber gleichzeitig denke ich mir, okay, wir haben auch nicht die Sega-Saturn-Version vom ersten Teil gespielt, wo halt einfach ein Gegner, neuer Gegner mit drin ist. Wo halt ein Licker ausgetauscht wurde, ein Hunter dann ausgetauscht wurde gegen den Tick und so. Müssen wir die dann auch spielen? Weiß ich nicht. Ab wann sind die anderen Versionen weit genug vom Original entfernt, dass es sich lohnt, die alle zu spielen? Naja, ich überleg's mir noch. Aber das ist schon mal gut von euch auch zu sehen, dass die Tendenz eher so auf Nein liegt. Okay. Ist fast gleich. Ja, eben. Man kann das halt quasi, wenn ich mich recht erinnere, dann hat die DS-Version zwei verschiedene Spielmodi. Und am Anfang kann man sich aussuchen, welchen man spielen will. Und der erste Spielmodi ist quasi, glaube ich, wirklich einfach so ziemlich das Originalspiel. Ohne großartige Veränderungen. Und in der Deadly Silence-Version, da ist es dann so, dass so ein paar Kleinigkeiten verändert wurden. Ein paar Rätsel wurden für den Touchscreen angepasst. Und es gibt ein paar so komische Kämpfe, wo man die ganze Zeit über den Screen wischt, um die Zombies abzuwehren. Aber ich glaube, das ist auch schon alles, ne? Das sind eher so Gimmicks. Deswegen würde ich jetzt auch eher dazu tendieren, dass wir das nicht nochmal machen. Ich schaue mir das nochmal genau an. Und wenn ich da irgendwelche Unterschiede feststelle, die das rechtfertigen, dann gucken wir mal. Ja, was heißt kein Spaß, ne? So ist es nicht. Das weiß ich gar nicht. Ich spiele so Spiele auch sehr gerne einfach mal aus historischem Interesse, ne? Das macht mir dann auch Spaß. Aber ja, gucken wir dann mal. Ist es verwerflich, in Fallout 4 den Savant-Inselbegab-Perk zu spielen? Weil der so überpowered ist, weil du da so schnell hochlevelst. Oder was? Ich würde sagen, nö. Weil, mach halt. Wer will dich aufhalten? Dankeschön, Xeno, für den Superchat. By the way, der 73er Baujahr. Ah, okay, guck. Dann haben wir doch ein paar. Etwas ältere, wobei, naja, aber ein bisschen. Ich wurde gerade angerufen. Ich wurde gerade von einer komischen Nummer angerufen, um 7:30. Das ist weird. Das ist weird. Wahrscheinlich ist meine Nummer wieder irgendwo auf so einer Spam-Liste gelandet oder so. Deadly Silence kann man doch auch die anderen Stars spielen, oder? Ich meine schon, da gibt es sogar, glaube ich, so ziemlich alle Stars oder sehr viele, aber ich glaube nur in irgendeinem Bonus-Modi oder sowas, ne? Bin mir auch nicht mehr sicher. So, ich muss mal eine ganz kurze Pinkelpause einlegen. Ich bin sofort wieder da. Kleinen Moment. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ich brauche eine Kiste, glaube ich mal. Und da kommen wir jetzt auch. Perfekt. Perfekt. Habe ich ja alle schon angezündet und getötet? Nee. Okay. Na? Okay.
Der bleibt einfach liegen. Der war offensichtlich mutiert. Aber okay, meinetwegen. Na gut. Hey, da jetzt ein bisschen mehr da sind als vorher gerade noch, will ich es euch nur noch mal kurz sagen, wenn ihr das Probepaket von Holy bestellen wollt, wo alle Arten Energy, Eistee, Hydration oder so gut wie alle drin sind zum Probieren, dann ist jetzt morgen und spätestens übermorgen Vormittag die letzte Möglichkeit, weil aktuell spart ihr mit dem Code LSBR10 50% insgesamt dann auf diese Bestellung, ne? Nur zur Info nochmal. Jetzt ist ein sehr guter Moment, um sich da mal das Sortiment durchzuprobieren, wenn ihr da Interesse habt. Ich habe heute gleich zwei mir vorbereitet. Und zwar einmal den neuen Energy Drink mit Energy Geschmack, den Energy Eel. Den finde ich nämlich wirklich lecker. Und ich habe mir seit langem mal wieder den Eistee mit Matcha, den Matcha-Minz-Eistee geholt. Das ist, glaube ich, mein Lieblings-Eistee, Matcha-Minz. Den finde ich schon sehr, sehr lecker. Und ich habe mich verlaufen. Okay, gehen wir nochmal zurück. Trink leider nur Red Water. Was? Ist das eine Fallout-Referenz? Oh, der ist so lecker, der Matcha, ne? Finde ich auch. Den Matcha finde ich auch sehr, sehr gut. Bei dem Energy-Geschmack bin ich ehrlich gesagt unentschlossen, weil ich stelle mir vor, das schmeckt einfach wie jeder Standard-Energy. Es ist auch ein bisschen so. Ich finde den sehr lecker. Es schmeckt schon wie ein guter Energy-Drink, würde ich auf jeden Fall sagen. Aber es schmeckt halt einfach, wie man sich einen Energy-Drink vorstellen würde. Das auf jeden Fall. Das ist so. Das ist ja auch Sinn der Sache. Also wenn du Energy-Drink-Geschmack nicht magst, ist ja auch nichts für dich. Dann hol dir lieber eine der fruchtigen Sorten. Brief an den Sicherheitschef. Vertraulich zu Händen Sicherheitschef. Datum 22. Juli 1998, 2.13 Uhr. Tag X rückt näher. Die folgenden Verfahren. Warte mal, der hat bestimmt eine voll mysteriöse, böse Stimme. Okay. Tag X rückt näher. Die folgenden Verfahren sind innerhalb einer Woche auszuführen. Wir erwarten umgehende Maßnahmen. Erstens. Locken Sie Stars zum Anwesen und ermitteln Sie die Kampftaten der bioorganischen Waffen gegen Stars. Zweitens, sammeln Sie zwei Embryos jeder einzelnen Mutation als Muster, mit Ausnahme des Tyrants. Eliminieren Sie den Tyrant. Ach so, den Tyrannen. Okay, okay, okay. Der Tyrannenvirus, alles klar. Mit Ausnahme des Tyrannen. Eliminieren Sie den Tyrannen. Drittens, sorgen Sie für vollständige Vernichtung des Arklay-Labors, einschließlich allen Personals und aller Versuchstiere. Stellen Sie die Todesfalle als tragischen Unfall dar. Falls die Durchführung der Verfahren innerhalb des vorgesehenen Zeitraums nicht möglich sein sollten... Yay, level up! Erstatten Sie umgehend Bericht. Im Notfall wenden Sie sich direkt an Anschluss 5691. Viel Glück, Umbrella Hauptquartier. Hallo? Hallo, so stimmt's. Hey, T-Bone, danke schön für die Bits. Ja, das Glas wird wieder aufgefüllt mit Corgi-Köpfen. Das klingt nicht schön, das klingt nicht gut. Aber ihr wisst schon, mit Emojis, mit Corgi-Emojis. Ich möchte bitte kein Glas mit Corgi-Köpfen füllen. Nur, dass das klar ist. So. Halt, stopp, Kamera, bitte. Ich will doch nur schnell die Munition hier aufheben. Um Gottes Willen. So. Puh. Okay. Guck hier hin, Adler. Der Adler, ja, der tritt durch. T-Bone, dankeschön nochmal für die Beagles, ne? Das sind eher Beagles. Dankeschön. Okay, let's go, Chris.
Ah, ich bin so dumm. Vielleicht sollte ich erstmal in den Kistenraum gehen und dann kommen wir wieder. Adler, bewach nochmal schnell die zwei Edelsteine, bitte. Oder so. Ich komme gleich wieder. Ich bin gleich wieder da. Oh Gott. Oh, und Lime Burrito, dankeschön fürs Kanalmitglied werden. Freut mich. Coolio, danke. Eben, zum Glück ist die Kiste gleich ums Eck. Unsere Türklingel ist kaputt gegangen vor ein paar Tagen. Die hat einfach auf einmal nicht mehr funktioniert. Was ein bisschen nervig ist, weil auch der Türöffner nicht mehr funktioniert. Jetzt muss man immer extra rausgehen mit dem Schlüssel. Aber ist egal, lange Rede, kurzer Sinn. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir haben uns jetzt so vorübergehend, bis wir das reparieren lassen, einfach so eine Funkklingel mit Batterie gekauft und die draußen angeklebt. Und da konnte man halt einfach 500 verschiedene Melodien anstecken. Ich hatte einstellen. Ich hatte so richtig Flashbacks auf so alte Nokia-Handys irgendwie, als wir da die ganzen Klingeltöne, die möglichen, durchgegangen sind. Das war schon ziemlich lustig. Wir haben uns für den bescheuertsten Klingelton entschieden, den man kriegen kann. Den hört man auch draußen, wenn man klingelt, zum Glück. Damit man gleich weiß, was Sache ist. Und das ist im Grunde so ein Adams Family Orgel-Ding irgendwie, das da spielt. Das fand ich schon ziemlich lustig. Jedes Mal, wenn es klingelt. Ich glaube, wir ändern das bald. Es hat sich, ne, sowas nutzt sich schnell ab, aber ich fand's lustig. Nein, jetzt muss ich die schon wieder verschieben. Ja, es gab da auch viel so MIDI-Sounds, die sich sehr stark nach so Super Nintendo Beat'em Up angehört haben. Die fand ich auch sehr lustig. Anektas ist jetzt ein Bird Rider. Dankeschön, Anektas. Freut mich. Super nett von dir. Danke für deinen Sub im 18. Monat. Wow. Ununterbrochen auch noch. Dankeschön. Voll cool. Was wollte ich sagen? Ach so, ja, genau. Ja, ich werde auch Fallout 3 spielen. Aber ich möchte wirklich die Fallout-Spiele auch in chronologischer Reihenfolge spielen. Das heißt, wir fangen also nach Release-Datum chronologisch. Das heißt, wir fangen auch bei Fallout mit dem ersten Teil an und dann 2 Tactics und Brotherhood of Steel. Wir ziehen Brotherhood of Steel durch, würde ich sagen, wenn ich es irgendwie hinkriege. Und dann... Und dann kommt 3 natürlich, ja, um die Frage zu beantworten. Ich werde beobachtet. Sitzt neben mir und starrt mich an. Ich weiß nicht, was er möchte. Ich glaube, er schmiedet irgendwelche teuflischen Pläne. Ich habe ein bisschen Angst. Er will schon wieder auf die Tastatur klettern. Das will er nämlich. Ich hätte nicht mit ihm interagieren dürfen. Jetzt habe ich ihn wieder heraufbeschworen. Den kleinen Terrorkater. Oh ja, oh ja, auf Resident Evil 9 bin ich aber auch mal so richtig gespannt. Das ist wirklich so ein, wie soll ich sagen, normalerweise, wenn Nachfolger kommt, habt man so gewisse Ideen im Kopf. Ne? Wenn jetzt ein Fallout 5 irgendwie, wenn wir über Fallout 5 reden, dann denke ich mir, ja okay, gut, jetzt schauen wir, was es alles in Fallout 4 gab und dann gucken wir, was Bethesda so gemacht hat in letzter Zeit. Und gucken uns die Engine an und so weiter und so fort. Und dann kann man da so ein paar Rückschlüsse ziehen und kann sich denken, naja, vielleicht versuchen sie doch mal Fahrzeuge einzubauen oder sowas. Und in welcher amerikanischen Stadt könnte es wohl spielen und so weiter und so fort. Aber bei Resident Evil 9 habe ich wirklich einfach keine Ahnung. Abgesehen von den Gerüchten, dass es vielleicht irgendwas mit Open World zu tun haben könnte oder einer offenen Rennwelt,
Keine Ahnung, ne? Das ist für mich so ein großes Fragezeichen, Resident Evil 9. Da bin ich wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Was hat Fallout Brotherhood of Steel eigentlich lore-technisch hervorgebracht? Die Brotherhood of Steel Texas, die hat Brotherhood of Steel hervorgebracht. Und das ist alles wahrscheinlich nicht Kanon. Wahrscheinlich, also das Spiel widerspricht schon seinen eigenen Vorgängern sehr stark, weshalb es noch nie wirklich als Kanon betrachtet wird. Und es scheint jetzt auch nicht so, als würde sich Bethesda großartig um dieses Spiel kümmern wollen, ne? Insofern... Habe ich gerade den falschen Edelstein eingesetzt und deswegen habe ich eine Falle ausgelöst, anstatt die Munition zu kriegen? Ist das gerade passiert? Das hat mich gerade sehr verwirrt. Ich schätze, ich bin selber schuld. Aber egal. Rätsel gelöst. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich bin sehr gespannt auf Resident Evil 9. Und vor allem, wenn die Leaks stimmen oder die Insider-Informationen von Das Golem, wenn die echt sind, dass wir schon in wenigen Monaten wahrscheinlich zumindest eine Ankündigung kriegen. Da bin ich schon gespannt drauf. Aber eine Ankündigung heißt natürlich nicht unbedingt, dass wir tatsächlich schon Gameplay sehen oder irgendwelche Informationen kriegen, ne? Könnte natürlich sein, dass in ein paar Monaten nur irgendwie ein dunkler Wald gezeigt wird und dann steht da Resident Evil 9. Und das war's. Und wir kriegen ein Logo. So ähnlich haben sie es bei Village ja auch am Anfang gemacht. Und dann haben 2 Monate lang alle über das Logo diskutiert. Das war aber auch wirklich sehr irreführend. Ich frage mich echt bei Village, ob das Absicht war oder weiß ich nicht. Weil in irgendeinem Interview ja dann quasi einer der Entwickler gesagt hat, dass die schon Angst hatten, das Logo zu zeigen, weil das Logo schon zu viel verrät über das Spiel. Und dann war natürlich die Fangemeinde aus dem Häuschen. Also ich auch, ne? Dann hat man sich gedacht, oh, was könnte das Logo bedeuten? Es sieht so ein bisschen aus wie ein weirder Embryo, aber was ist der Hinweis? Was können wir davon ableiten? Was hat das alles mit Umbrella zu tun und so weiter? Die Theorien sind komplett eskaliert und letztendlich hat der Entwickler einfach nur gemeint, dass die Story irgendwas mit dem Baby zu tun hat. Das war das, was der wahrscheinlich meinte. Das war dann im Endeffekt ein bisschen lame. Aber ja. Das war eine schöne Zeit. Ich freue mich schon drauf, wenn es bei Resident Evil 9 auch so weit ist. Dass wieder wild spekuliert werden kann. Großartig. Typisch für Resident Evil ist März-Release. Ja, komischerweise, ne? Komischerweise sind Resident Evil-Teile in letzter Zeit, die letzten Jahre, sehr oft Anfang des Jahres rausgekommen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, welche Strategie da dahinter steckt. Eigentlich sagt man immer, Weihnachtsgeschäft ist eine gute Zeit für so große Spiele. Gleichzeitig hat man da natürlich auch sehr viel Konkurrenz, ne? Vielleicht ist das die Überlegung. Ich weiß es nicht. Aber ja. Anfang nächstes Jahr ein Release wäre natürlich nicht abwegig. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Also das meint ja auch Das Golem in seinem Leak, seinem Insider-Informationen. Dass der Release sogar für Januar geplant ist, aber kann sich natürlich noch verschieben. Bin ich schon gespannt. Hier ist ein handgeschriebener Eintrag, kein Datum. Es ist alles unverändert. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Raum, den ich als reines Experiment entwarf, sich so auszahlen würde. Gott, Hilfe. Ich kann mich hier eine Weile sicher verbergen, denn niemand kennt dieses Geheimnis hinter diesem Gemälde, nicht einmal Sir Spencer. Ein Porträt einer Frau mit traurigen Augen. Die Stelle hier erinnert mich so stark immer wieder an diesen einen Auszug, den man aus dem frühen Resident Evil 4 Prototypen gesehen hat, dem Castle
dem Castle-Prototypen. Da geht Leon genauso hier ums Eck und steht dann hier vor diesem Regal. Und wenn er dann hier nach hinten geht und irgendwas aufhebt, dann werden die Puppen lebendig und greifen ihn an. Und dann kann er in die Richtung weiterflüchten und kommt zum Hookman. Und genau so ist es hier. Muss ich immer dran denken. Bekannter von mir hat Schnappatmung bekommen, als er die Gerüchte gehört hat, der mag keine Open World und vor allem keine Ego-Perspektive. Ah, Third Person wäre mir definitiv auch lieber als First Person. Da bin ich auch sehr gespannt, wie Capcom da, was das angeht, weitermacht. Tada, Schmuckkästchen. Ein 4 cm Durchmesserloch. Was gehört da gleich nochmal rein? Es ist wirklich witzig. Wir haben das Spiel ungefähr vor einem Monat oder so durchgespielt, ne? Und ich kann mich nicht mehr erinnern an so viele Details. Weil ich immer wieder alles durcheinander bringe. Aber gut, das haben wir. Geben wir. Marketingtechnisch eigentlich ein schlauer Schachzug, da Ostern bei vielen fast ein zweites Weihnachten ist. Meinst du, dass das mit Ostern zusammenhängt? Dass Capcom da auf Ostern spekuliert? Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie groß oder wichtig Ostern ist für viele Leute, vor allem weltweit. Aber kann möglich sein, ne? Ich kann mich nicht mal mehr an mein Frühstück erinnern. Ich bin froh, dass es nicht nur mir so geht. Ich kann mich tatsächlich nicht an mein Frühstück erinnern. Was habe ich denn heute gefrühstückt? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Wir haben keine Cornflakes mehr im Haus. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mir gedacht habe, ach shit, wir haben keine Cornflakes mehr. Was esse ich denn jetzt zum Frühstück? Aber was habe ich dann tatsächlich zum Frühstück gegessen? Ah, einfach nur Manna-Waffeln. Ich kann mich erinnern. Ich habe mir gedacht, ja, blöd, dann esse ich jetzt einfach schnell eine Packung Manna-Waffeln. Jetzt weiß ich es wieder. Aber ja, ich musste überlegen, was ich heute gefrühstückt habe. Ich wusste es nicht mehr. Manna-Waffeln und O-Saft. Du hast ja viel Ahnung von Lore. Meinst du, Fallout-Serie wird das gerecht? Also, boah. Wobei sich, also, weißt du, die Fallout-Serie gibt sich Mühe, so ein bisschen den Stil und das Feeling von Fallout einzufangen. Und das macht die Serie auch sehr gut. Und ich finde die Serie auch insgesamt eigentlich sehr gut. Aber lore-technisch ist die schon schwierig. Lore-technisch ist die schon problematisch für sich genommen. Die macht schon, die nimmt sich schon sehr viele Freiheiten. Und ist in manchen Aspekten sogar problematisch, wenn es um die Lore geht. Also da mache ich mir auch bei zukünftigen Staffeln jetzt keine Hoffnung, dass die sehr viel, also die Lore sehr respektieren wird, ne? Insofern, weiß ich nicht. Oh, ich glaube, ich würde die Türsequenz ein bisschen vermissen, ehrlich gesagt. So. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es jetzt weitergeht. Wirklich, ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Aber ich könnte noch schnell eine Sache noch schnell nachschauen. An meinem Frühstück kann ich mich lustigerweise immer erinnern. Hm.
Ich will Gothic 1 Remake. Ja, was ist denn mit dem Gothic 1 Remake eigentlich? Was ist denn mit dem? Wann? Wo? Das wird schon noch entwickelt, ne? Ich glaube, das wird gerettet. Ich arbeite im Handel und da wird fast mehr gekauft als an Weihnachten. Zu Ostern. Aber erstens, wie gesagt, wüsste ich jetzt gar nicht, wie das in den USA oder in Japan ist mit, oder überhaupt weltweit mit Ostern. Keine Ahnung, ne? Weiß ich wirklich nicht. Aber wird da vor allem so Dekoration und sowas gekauft? Oder auch wirklich so Geschenke? Man kauft doch zu Ostern nicht so große Geschenke, oder? Also bei mir als Kind war es zumindest so, dass Weihnachten gab es halt immer die größeren Sachen und Ostern gab es halt schon mal Kleinigkeiten, aber da war eher so, waren eher so die Süßigkeiten. Das ist eher so wie Nikolaus, glaube ich, bei uns immer gewesen. Ja, und wo kriegst du denn hin? Oh, nicht schlecht. Echt kalt erwischt. Ah! Süßigkeiten, Nest und das war's. Ja. Ich will hinter das Regal gehen. Hilfe. Danke. So. Und wir haben die Wolfsmedaille. Sehr schön. Hast du den Flamingo von Denzel? Ich weiß nicht, was Denzel ist, aber ich weiß auch nicht mehr, woher wir den Flamingo haben. Keine Ahnung. Ich glaube eher, der war irgendwann mal so bei Lidl oder Aldi oder sowas am Wühltisch, glaube ich eher, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Könnte ich dir nicht mehr genau sagen. Ist hier noch irgendwas, das ich übersehen habe? Die Karte wird hier noch rot angezeigt. Ich laufe mal nochmal durch. Ich drehe mal nochmal eine Runde. Ich gehe vielleicht nochmal die Leiter hoch. Ach so, das ist ein Streamer. Ach so, hat der auch so ein Flamingo? Nee, das... Nee. Ich dachte, das ist irgendwie ein Laden oder sowas. Ich hab gerade an ganz was anderes gedacht. Okay, wahrscheinlich ist der Raum nur rot, weil hier noch zwei Kräuter stehen. Ich hätte so Bock auf VR. Wirklich, ich dachte, ich kann jetzt hier von der Seite aufsperren. Ich finde VR so faszinierend und so cool, aber mir wird leider so schlecht. Das ist wirklich blöd. Also Lebensmittel kaufen die wie blöd und von Freunden, die in Spielzeuggeschäften arbeiten, weiß ich, dass das Kuscheltier... Ja genau, sowas eher, ne? Irgendwie so ein Kuscheltier oder was Kleines, aber jetzt irgendwie so ein 70-Euro-Spiel, das hätte es zu meiner Zeit nicht gegeben, auf jeden Fall. Kann ich sagen.
Genau. Genau. Wir speichern jetzt. Und dann machen wir kurze Pause und dann geht's weiter mit Fallout 1. Wie war das bei euch allen so? Ostern oder ist es vielleicht sogar noch? Vielleicht habt ihr ja schon selber Kinder oder so. Aber wie handhabt ihr denn Ostern oder wie handhabtet ihr das damals? Oder wie auch immer. Ich würde sagen, wenn ich ein Preisschild an die Sachen hängen müsste, die ich Ostern als Kind so bekommen habe, dann würde ich sagen, zusätzlich zu Nesten und Süßigkeiten und Eiern und sowas, vielleicht 20 Euro oder sowas. Oder Mark vielleicht damals noch. Aber das war eher... Das hielt sich schon sehr in Grenzen. Das war eher mal wirklich so eine Kleinigkeit. Lass es 30 gewesen sein. Aber, ja. Zu meiner Zeit auch nur Süßigkeiten. Zu Ostern gibt's nix. Weihnachten gibt's zum ersten... Was? Weihnachten gibt es erst zum ersten Weihnachtstag. Also Heiligabend schlafen gehen und dann morgens. Ah, okay, okay. Das kennt man das auch in den USA, ne? Hab mit Ostern nix an Hut, ja. Ostern war recht unterschiedlich. Meistens wurde direkt nach dem Frühstück alles versteckt. Okay. Ostern und Weihnachten geben wir am Popo vorbei. Halb am... Ah, okay. Ja, okay. Das macht Sinn. Osterkörbchen mit Naschkram und gefärbten Eiern. Bei meinem Sohn genauso. Aber mein Sohn ist jetzt auch schon erwachsen. Okay. Halb Amerikaner. Ich hab's schon verstanden. Ja. Als ich klein war, gab es Süßigkeiten. Als ich einmal mein gab auf Ostern fiel... Ach so, dein Geburtstag auf Ostern fiel. Gab es ein Fahrrad. Ja gut, okay. Da überschreibt der Geburtstag aber Ostern, oder? Mal 10 Mark zu Ostern von der Oma. Ja. Okay. Ja, genau. Okay. Das bestätigt aber auch, wie es bei mir war. Ostern war eher ein kleiner Feiertag. Geschenkemäßig. Und ich meine, damals als Kind habe ich Feiertage nur in Geschenkwert gerechnet im Grunde. Ja. Okay. Dann haben wir es gespeichert. Wir sind ein gutes Stück weitergekommen. Wir haben... viel abgeschlossen, aber es gibt noch viel zu tun. Und ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie es jetzt mit Chris weitergeht, aber wir haben noch viele rote Räume. Nur zur Not müssen wir beim nächsten Mal die Räume abklappern, weil ich mich nicht mehr erinnern kann. Den einen Raum, da können wir aber, glaube ich, nur mit einem speziellen Schlüssel öffnen. Aber wir können, glaube ich, noch nicht in den Keller. Ne? Muss ich mal... Ich weiß es nicht mehr. Finden wir alles raus, ist kein Problem. Machen wir kurz Pause... Und in 5 Minuten sowas, ich muss ein bisschen umstellen, geht's dann hier weiter mit Fallout. Lass es, ich sag mal lieber 10 Minuten, weil ich nicht weiß, wie lang es dauert. 5 bis 10 Minuten. Also bis gleich. Und schön an alle, die jetzt gehen, weil sie nur Resident Evil Interesse haben. Schön, dass ihr dabei wart, auf jeden Fall. Danke für Bits und Subs und alles. Und hoffentlich bis gleich. Tschüssi.